What's your pleasure, Mr. Movie Seeker? Hallo, hier ist Movie Seeker und jetzt kommt der erste Teil des Horrorregals. Mir ist natürlich bewusst, dass sich unter meinen Zuschauern sehr viele Horrorfans befinden. Und ich sage gleich im Vorfeld, ich habe natürlich einige Horrorfilme, die mir sehr gern gefallen, inklusive ein Stephen King-Regal, das ich vorstellen möchte. Aber ich weise ganz kurz darauf hin, dass viele Horrorfilme, die vielen Leuten lieb und teuer sind, hier wahrscheinlich nicht stehen. Denn obwohl ich viele Horrorfilme habe und Gruselfilme, wenn man das jetzt tatsächlich trennen will, die mir sehr lieb und teuer sind, ist Horror nur ein Teil meiner Sammlung. Es ist nicht mein Sammelfokus. Insofern muss ich um Entschuldigung bitten, wenn jetzt die Lieblingsversion von dem einen oder anderen jetzt tatsächlich hier nicht steht. Aber ich stelle mal vor, was ich hier habe. Ich glaube, da wird auch ziemlich deutlich, wo mein Geschmack so hingeht. Fangen wir ganz oben an. Hier steht eigentlich nur die Umverpackung der Labyrinthbox. Die steht hier einfach, damit das Regal nicht leer ist. Ich fange also wirklich hier an, wo tatsächlich auch die ersten Horrorfilme stehen. Erstmal steht hier eine nette kleine Plüschfledermaus, die ich mal kurz in die Kamera halte. Mrs. Movie Seeker hatte nämlich recht, das Regal brauchte ein bisschen einen kleinen Farbklecks. Und deswegen steht das hier. So, dann kommen wir zu dem ersten auffälligen Sammelelement, nämlich die Box der ersten drei Hellraiser-Filme. Und sagen wir mal ehrlich, wer die Hellraiser-Filme sehr kennt, die ersten drei waren die gut hörbar waren. Alles, was danach kam, habe ich mir auch nicht mehr angeschafft. Ich habe ein paar der späteren Filme gesehen, muss sie aber echt nicht in der Sammlung haben. Mir geht es um die ersten drei. Die sind hier in der wunderschön anzusehenden Lament Configurations Box, also die Box, die so aussieht wie die Box, zusammengefasst. Das sind die ersten drei Hellraiser-Filme im DVD-Import aus England. Die gefällt mir sehr gut, aber es ist nicht die einzige Version, die ich besitze, denn ich habe dann irgendwann gesagt, hey, ich hätte die auch gerne in hoher Auflösung, habe dann tatsächlich die Arrow Blu-Rays importiert aus England im schönwertigen Pappschuber. Das sind die ersten drei Hellraiser-Filme, die ich hier kurz beleuchten will. Hier ist der erste, die wohl Clive Barker noch selbst Regie geführt hat, der auch nah an seiner Kurzgeschichte, an seiner Novelle The Hellbound Heart dran ist. Ich habe die Hellraiser-Filme schon ein bisschen vorgestellt. Ich werde es jetzt nicht zu lang machen, nur ganz kurz eben zeigen. Hier ist Hellbound Hellraiser 2. Sehr fantasievoll, sehr, sehr blutig. Immer noch interessant. Hellraiser 3, schon ein bisschen mehr Richtung Blockbuster-Richtung, nicht umsonst Hell on Earth. Ein bisschen mehr in Richtung Blockbuster-Richtung, ein bisschen generischer. Nicht mehr ganz so surreal und kreativ wie die vorigen Filme, noch ansehbar, der dritte. So, das ist die Hellraiser-Box. Mehr sage ich da gar nicht zu. Jetzt kommt eine Box, die ich fast bei jedem YouTuber, von dem ich in letzter Zeit Film-YouTuber-Videos gesehen habe, im Regal stehen sehen habe. Diese Box wird vielen Leuten bekannt sein. Viele besitzen sie tatsächlich. Die meisten Horrorfans werden sie haben. Es ist tatsächlich nicht die Blu-ray-Fassung. Ich habe noch nicht auf Blu-ray abgedatet. Im Moment reichen mir die Filme auf DVD. Das sind tatsächlich die 7 Nightmare on Elm Street-Filme. Der erste so populär, inszeniert von Wes Craven, und dann der letzte Freddy's New Nightmare mit Heather Langenkamp aus dem ersten Film, die hier nochmal ihre Rolle aufnimmt und der in einem alternativen Film im Filmszenario spielt. Zu den Freddy Krueger-Filmen könnte man nochmal ein extra Video machen, aber die sind natürlich auch teilweise schwach, ne, in den späteren Fortsetzungen, aber gerade der erste gefällt mir sehr gut. Der siebte hat auch wieder ein paar interessante Anleihen und das ganze Konzept mit den Träumen und die Träume beeinflussen hat mir sowieso sehr gut gefallen, weswegen die Box hier auch steht. Und jetzt kommen wir zum ersten richtigen Regalbrett und das beginnt mit Roman Polanskis Tanz der Vampire aus den 60ern in DVD-Fassung mit Sharon Tate. Roman Polanski selbst spielt da ja auch mit und ist natürlich auch eher eine Genre-Parodie, hat aber für mich genug Horror-Elemente, um hier zu stehen. Und auch ein Horror-Klassiker inzwischen ist Richard Donners Das Omen aus den späten 70ern. Das ist die Jubiläumsedition, 25 Jahre auf DVD. Auf Blu-ray habe ich ja noch nicht abgedatet. Ich mag den Film, ist jetzt nicht einer meiner Lieblingshorrorfilme, aber hat seine Momente. Vor kurzem vorgestellt in Pickup-Videos habe ich die beiden Poltergeist-Filme, die ich vor kurzem von DVD auf Blu-ray abgedatet habe, nämlich den ersten und den zweiten Poltergeist-Film. Wie gesagt, den dritten, der steht auf meiner Things-to-Buy-Liste, ist aber schon schwächer als die ersten beiden, deswegen habe ich mir erstmal die ersten beiden in die Sammlung gestellt. Die sind mir am wichtigsten, mag ich auch beide. Enough said. So, dann habe ich hier Warner, alte Papp-DVD, müsste man noch auf Blu-ray überlegen, sich abzudaten. The Lost Boys mit Kiefer Sutherland. Ist auf jeden Fall ein Kind der 80er, der Film.
Ist witzig, hat witzige Szenen, hat parodistische Züge, hat Horrorelemente, versucht den Vampir-Mythos ein bisschen neues Leben einzuhauchen. Das ist ein toller 80er Soundtrack auch, sehr rockig. Ja, kann man sich auf jeden Fall ansehen. Ist nicht mehr so schockierend wie damals, als ich den als 15-Jähriger das erste Mal auf VHS gesehen habe. Aber immer noch ein ganz netter, kleiner Gruselfilm. Wir kommen zu Peter Jacksons Meet the Feebles, blutige Puppenshow. Habe ich mir damals angeguckt, als ich die DVD gerade neu in der Sammlung hatte. Ist schon ein bisschen eher. Sehr blutig, sehr bizarr. Könnte man nochmal auffrischen. Ist jetzt aber nicht hoch auf meiner Prioritätenliste. War ganz nett, aber nicht großartig. Braindead von Peter Jackson ist schon ein bisschen bekannter hier in der ganz normalen DVD-Fassung. Zwar ungeschnitten, aber halt nicht als Blu-ray. Ist auch okay für mich. Ich fand Braindead ganz lustig, ganz interessant. Sehr blutig und konnte man sich gut angucken. Ist jetzt aber nicht mein Lieblingshorrorfilm. Dann habe ich in meinem Spukhaus-Filmvideo vorgestellt, das Geisterschloss, The Haunting of Hill House, ist natürlich eine dieser Hill House-Verfilmungen, definitiv die von Jan de Bont und das Finale von Steven Spielberg, Murks leider. Der Film ist nicht gut besprochen worden, ist auch objektiv kein guter Film, macht aber viel Spaß, ist für mich ein definitives Guilty Pleasure mit dem großartigen Soundtrack von Jerry Goldsmith und des tollen Set-Designs. Lohnt er sich für mich trotzdem. Man darf nur halt sein Gehirn abstellen am Eingang und nicht zu viel erwarten, was den Anspruch angeht. Ein netter kleiner Film ist mit Robert De Niro, Greg Kinnear, God's End. Da geht es um Manipulation von Erbmaterial. Ein kinderlos bleibendes Paar wünscht sich den perfekten Sohn. Robert De Niro gibt ihn ihnen und damit fangen die Probleme erst an. Ist interessant, lang nicht mehr gesehen, aber ich habe den als ganz elegisch, also nicht so temporeich, aber sehr atmosphärisch in Erinnerung. Dann kommen wir zu noch einem gruseligen Film mit Robert De Niro und Dakota Fanning, Hide and Seek. Es geht um ein kleines Mädchen, das vielleicht oder vielleicht auch nicht übernatürliche Kräfte hat und ihren Vater, gespielt von Robert De Niro. Auch ein sehr atmosphärischer, langsamer, ruhiger Film, der ein bisschen Coming of Age mit Grusel verbindet. Durchaus auch einen Blick wert, denke ich. Dann haben wir den britischen Horrorfilm The Hole mit einer noch relativ jungen Keira Knightley in der Hauptrolle. Thora Birch ist auch, nicht in der Hauptrolle, aber in einer der Rollen. Hauptrolle spielt tatsächlich Thora Birch, so um es richtig. Britischer Horrorfilm, was Teenager sich gegenseitig antun. Das Ganze so ein bisschen im sehr realistisch. Das Ganze im Found-Footage-Stil. Definitiv auch nett und ziemlich rotzig. Ziemlich gemein, also auch nett. Dann haben wir hier mit Christine Ritchie The Gathering. Das ist ein Film, der so ein bisschen biblischen Hintergrund hat. Es geht um Ansammlung von Leuten in der Bibel, deswegen The Gathering. Ich möchte da nicht spoilern, aber der Kater von Christina Ricci, der am Anfang quasi ohne Gedächtnis den Film betritt, hat damit zu tun. Und was genau, sollte man sich selber ansehen. Denn auch dieser ruhige, kleine, günstig produzierte und nicht so bekannte Film ist, finde ich, auch atmosphärisch und schauspielerisch lohnenswert. Wir kommen zu The Ring, von dem ich jetzt nur den ersten hier auf DVD stehen habe, den ich definitiv mochte, aber die anderen Filme jetzt nicht mehr in die Sammlung gestellt habe. Der erste ist aber schön atmosphärisch. Diese ganze Geschichte mit der Videokassette ist schon spannend, wird auch atmosphärisch schön inszeniert. Ich muss allerdings sagen, mir reichte da der erste. Ja, wobei man da immer sagen muss, der erste ist ja eigentlich auch schon ein Remake, ne? Richtig, vom japanischen Original. Ich habe das japanische Original hier tatsächlich nicht stehen. Können wir natürlich nochmal nachholen, der Vollständigkeit halber. Dann haben wir mit Cillian Murphy und Rachel McAdams Red Eye. Nicht eher übernatürlicher Horror, sondern mehr Serienkiller-Horror. Cillian Murphy spielt hier die Antagonistenrolle. Spannend und auch ziemlich nägelbeißerisch. Also auch ein schöner Thriller. Thriller mit Horrorelementen. Dann haben wir hier, habe ich schon mal im anderen Video vorgestellt, 13 Geister. Möchte ich jetzt nicht nochmal aufdröseln, kann man sich mein früheres Horrorvideo mal ansehen dazu. Da habe ich 13 Geister schon mal vorgestellt. Der ist schlockig, aber irgendwie auch unterhaltsam, hat aber leider auch seine Kinken, trotz dem großen Tony Shalhoub, der hier aber ein bisschen gegen ein sehr generisches Drehbuch anspielen muss. Donnie Darko, muss ich nichts mehr zu sagen, haben wir im bizarren Filmevideo ausführlich vorgestellt. Es ist ein, finde ich, bizarrer Film, der sich auch lohnt. Bizarre Filmevideo angucken, dann erfährt man mehr über den Film. Auch im letzten Pickup-Video ausführlich vorgestellt habe ich The Skeleton Key, der verbotene Schlüssel. Den habe ich tatsächlich schon mal in meinem Halloween-Video vorgestellt, so was man an Halloween so gucken kann. Und tatsächlich auch im Pickup-Video, deswegen sage ich nichts mehr dazu, aber das Mediabook ist klasse und ich bin froh, dass ich es noch bekommen habe. Kommen wir hier zu
Das Schreckenskabinett des Dr. Phipps mit Vincent Price. Das ist ein Klassiker, den habe ich damals, als ich so 13 war oder so, im Fernsehprogramm in der ARD gesehen und habe mich unglaublich gegruselt. Jetzt habe ich den nachgeholt, nochmal wieder auf Blu-ray in meiner Sammlung stehen. Ist aus heutiger Sicht lange nicht mehr so gruselig wie damals, aber immer noch atmosphärisch mit kleinen Comedy-Einsprengseln. Spielt im viktorianischen Zeitalter, hat einen gut aufgelegten Vincent Price, der irgendwo zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde und Phantom der Oper changiert. Und ja, ich mochte den. Er ist witzig und horrormäßig, beides gefällt mir. Es gibt auch die Fortsetzung hier, die Rückkehr des Dr. Phipps. Sie spielt im alten Ägypten, wo wieder der Doktor versucht, für seine verstorbene Frau das ein Lebenselixier zu finden in den alten Pyramiden. Nicht mehr so gut wie der erste, aber immer noch lustig und horrormäßig. Und Vincent Price geht eigentlich immer und der hat augenscheinlich auch Spaß an der Rolle. Insofern lohnt sich der Film auch. So, dann haben wir hier trotz Tom Cruise, für mich gut gutierbar, Interview mit einem Vampir. Tom Cruise ist in diesem Film tatsächlich gut, denn er spielt ein arrogantes Arschloch, nämlich Lestat. Und wir wissen ja, das kann er, da muss er eigentlich nur sich selbst spielen. Wie gesagt, ich mag Tom Cruise nicht besonders. Entschuldigung jetzt da draußen. Ist, glaube ich, aufgefallen. Entschuldigung da draußen alle Tom Cruise-Fans, es ist halt meine Meinung, aber das ist eine schöne Umsetzung. Ist genauso schwülstig düster wie der Roman und hat ein paar schöne Bilder und ein paar schöne Ideen. Und dieses ganze tragische Vampirsein wird hier, finde ich, gut eingefangen. Da auch dank Brad Pitt, der zusammen mit Tom Cruise tatsächlich auch schön spielt. So, hier haben wir einen Doppelpack aus zwei Blu-rays. Beide Filme habe ich vorher auf DVD besessen und hatte in diesem Doppelpack eine Möglichkeit, die günstig mal abzudaten auf hohe Auflösung. Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola und natürlich Mary Shelley's Frankenstein von Kenneth Branagh. Dracula ist von beiden Filmen, finde ich, der stärkere. Beide haben mich aber in den 90ern in meiner Horror-Genre-Auslotung begleitet und mussten deswegen auch in diese Sammlung. So, wo wir gerade beim Thema Frankenstein waren, hier ist Victor Frankenstein, Genie und Wahnsinn mit Daniel Radcliffe und James McAvoy. Allein schon wegen der Besetzung, da ich ja auch die Filme des erwachsenen Daniel Radcliffe durchaus ab und zu mal schätze und James McAvoy sowieso gerne mag, habe ich mich sehr auf den Film gefreut, habe ihn dann gesehen, bin leicht enttäuscht worden. Der Film verliert manchmal so ein bisschen seinen Fokus, ist ein bisschen zerfasert, das Drehbuch ist ein bisschen generisch. Aber interessante Schauwerte und gute Schauspielleistungen machen den trotzdem noch einen Blick wert, wenn man auf das Frankenstein-Thema steht. Ist aber leider nicht so gut, wie er hätte sein können. So, dann haben wir hier, der ist so neu, dass ich den erst seit ein paar Tagen in der Sammlung habe. Deswegen gibt es jetzt auch erstmal nach der Sammlungsvorstellung eine Weile kein Pick-Up-Video. Der wäre ins nächste Pick-Up-Video gekommen, die neuen Pforten. Habe ich auf VHS gehabt, habe ich jetzt endlich auf Blu-ray upgedatet in meiner Sammlung mit Johnny Depp. Als Forscher, der sich mit dem Übernatürlichen und mit der Höllenthematik, der Dämonenthematik einlässt. Toller, atmosphärischer Grusel-Horror-Thriller, den ich jetzt in der Sammlung stehen habe. Und das freut mich auch, weil der hat mir gut gefallen. Wir wissen ja aus der Zeit, wo Johnny Depp ein toller Charakterschauspieler war und sich eigentlich fast jeder Film mit ihm gelohnt hat. So, weiter geht's. Horns mit einem erwachsenen Daniel Radcliffe, der hier definitiv nicht mehr Harry Potter ist. Dem jungen Mann, in dem es im Film geht, wachsen nämlich Hörner. Er weiß nicht genau warum, aber es hat irgendwas zu tun mit dem, was er falsch gemacht hat oder im Leben gerade falsch macht. Dass die Hörner sind im Grunde eine Allegorie auf seinen Lebenswandel und seine psychische Mannwerdung. Das ist interessant und hat tatsächlich auch ein paar Horrorelemente. Gegen Ende wird der Film ein bisschen bizarr, finde ich, und hat auch leider ein paar Längen. Aber das Thema ist interessant und wie es umgesetzt wird und wie Radcliffe das spielt, finde ich, ermöglichen auf jeden Fall einen Blick. Weiter geht's. Wir kommen zu Taika Waititi. Fünf Zimmer Küche Sarg, wie er im Deutschen heißt. Im Englischen heißt er viel, im Englischsprachigen heißt er viel, What We Do in the Shadows. Genau, viel eleganter What We Do in the Shadows. Um eine Vampir-WG in Neuseeland. Und das ist genauso schräg, wie es klingt. Ist wirklich wahnsinnig witzig. Ich habe ihn wegen der Horror-Elemente unter Horror gestellt. Ich hätte ihn genauso gut unter Komödie packen können. Die Fernsehserie schaue ich mir gerade die erste Staffel von an, What We Do in the Shadows, mit anderen Vampir-Protagonisten, ist auch sehr spaßig. Das ist der Film, der ganzen Sache zugrunde lag. Ein kleiner, aber feiner Horror-Grusler. Und Komödien-Grusler. Und ich denke, von Taika Waititi werden wir noch mehr sehen in nächster Zeit, oder? Ja, der ist jetzt im MCU-Festverdraht, hat eine gute Beziehung zu Disney, der wird seinen Weg machen, der Junge. Ja, hat er schon. Gut, wir kommen zu einem Steelbook. Das ist die Underworld Collection. Das sind tatsächlich die Filme mit Kate Beckinsale als Vampirin Celine. Ich hab die alle nicht mehr so gut in Erinnerung. Die späteren habe ich auch nicht mehr gesehen, aber ich habe definitiv mir das Steelbook angeschafft, wo sie da so übereinander liegen, um die tatsächlich nochmal nachzuholen. Das ist tatsächlich ein Spanien-Import, aber mit englischer Tonspur und englischen Untertiteln. Musste deswegen auch in dieser schönen Steelbook-Fassung meine Sammlung.
um abseits des zweiten Films, den ich noch gesehen habe, die anderen nochmal nachzuholen und nochmal zu gucken, wo ich da eigentlich stehe mit der Serie, denn sie haben ihre Vor- und Nachteile, stellenweise ein bisschen Blockbuster-Action-mäßig, stellenweise ein bisschen gruselig. Muss ich nochmal schauen, wie die für mich gealtert sind, vor allem die ersten, die ich kenne, und die anderen nochmal nachholen. So, die sind nicht so innovativ, aber eigentlich schon. Wir kommen zu einem Film, der auch ein bisschen im Komödienterritorium wildert, den ich ins Endeffekt zu Horror gestellt habe, obwohl das ein Grenzgänger ist. Dave Made a Maze ist ein bisschen bizarr. Es geht nämlich um einen Mann, der keine Arbeit hat und nichts zu tun hat. Und eines Tages baut er sich in seinem Wohnzimmer ein Labyrinth aus Pappkartons. Und als seine Freundin dann nach Hause kommt, schallt seine Stimme aus den Kartons. Er ist in seinem selbstgebauten Labyrinth aus Pappkartons spurlos verschwunden. Und als die Freundin das mit einigen ihrer Freunde betritt, merkt sie, dieses Labyrinth ist wesentlich größer, als sie dachte. Labyrinth-Thematik ist ja immer was für mich. Und als sie dann ins Labyrinth eintreten, wird es auch ein bisschen gruseliger. Und es gibt auch ein paar Horror-Elemente. Ob der jetzt im Horrorregal richtig platziert ist, sei mal dahingestellt. Aber ich mochte ihn. Es ist eine frische Idee. Dem Film geht leider gegen Ende so ein bisschen die Puste aus, inszenatorisch und inhaltlich. Aber er lohnt sich allein schon wegen der lustigen Grundidee. Definitiv. Fast fertig mit dem oberen Regalbrett. Es kommt hier noch The Frighteners. Habe ich noch nicht auf Blu-ray abgedatet, besitze ich aber digital in HD. The Frighteners mit Michael J. Fox ist ein Peter Jackson-Film, den er 1997, also auch noch vor Herr der Ringe, gedreht hat. Hier in einer schönen, sehr schönen Schuber-Box zu finden als DVD-Fassung. Und der hat tatsächlich auch schön viele Extras, unter anderem auch einen Audiokommentar von Peter Jackson und eine Extended Edition, die den Film tatsächlich auch aufwertet. Und ich bin wieder mal nicht fähig, den aus seiner Hülle zu kriegen. Moment. Ah, ist alles ein bisschen zusammengeklebt. Jetzt habe ich ihn. Ist nämlich eine schöne Hülle. Michael J. Fox spielt einen verkrachten Geisterjäger, der früher mal Architekt war. Das hat mit seiner Hintergrundgeschichte zu tun. Ich will da nicht spoilern. Der tatsächlich Geister sehen kann und sich auch mit den Geistern quasi anfreundet und gleichzeitig aber auch über natürlichen Ereignissen hinterhergeht. Und der Director's Cut ist sehr zu empfehlen, denn er verknüpft einige liegen gelassene Storystränge. Tolle Nebenrolle in diesem Film ist auch Jeffrey Combs, der als übernatürlicher FBI-Ermittler auftritt und sobald er den Film betritt, allen anderen die Show stiehlt. You are violating my protective bubble. Also immer einen Blick wert und Frighteners lohnt sich. Ist eine schöne Horrorkomödie, wo sowohl die Komödien als auch die Horroranteile gleich stark sind. War der Film nicht auch irgendwo indirekt daran schuld, dass Sean Astin überhaupt im Herr der Ringe spielt? Weil sein Vater da mitspielt? Ja, Sean Astins Vater, John Astin, seines Zeichens Gomez aus der alten Addams Family Fernsehserie aus den 60ern, spielt hier tatsächlich einen der Geister. Und über seine Beziehung zu Jackson wurde Peter Jackson auch auf Sean Astin aufmerksam und besetzte ihn dann einige Jahre später als Samwise Gamgee in der Herr der Ringe Trilogie. Ja, und jetzt wird's Zeit für das nächste Regalbrett. Wollen wir? Bitte. Gut. Jetzt muss ich den richtigen Ton erfinden. Geschichten aus der Gruft. Ja, das ist tatsächlich die DVD-Fassung im Sammelschuber der gesamten Geschichte aus der Gruft-Fernsehserie, an den ich mal rangekommen bin. Was mich sehr freut, denn ich fand die Serie mal witzig und unterhaltsam. Viele namhafte Leute haben da mitgemacht. Sei es Zemeckis, David Gleer, Joel Silver. Also es sind ganz viele namhafte Produzenten, ganz viel Star aufgeboten in diesen einzelnen Episoden, die in sich abgeschlossen sind. Hier gibt es ein kleines Booklet. Und hier, leider ist, ich meine, die Verpackung ist zwar außen sehr hübsch, leider sind die Discs alle in so kleinen Plastikhüllen, was ehrlich gesagt ein bisschen blöd ist. Man muss da also immer so ein bisschen rausfummeln. Aber ich bin ja froh, dass ich überhaupt an diese Version rangekommen bin, denn es war die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten, die komplette Serie tatsächlich nicht nur im Schuber, sondern auch mit deutscher und englischer Tonspur und ungeschnitten zu kriegen. Gar nicht so einfach. Bin froh, dass ich diese Version tatsächlich habe. So, und dann geht's weiter mit einer Auskopplung von Geschichten aus der Gruft, der Spielfilmauskopplung Ritter der Dämonen. Mit einem glänzend aufgelegten Billy Zane als dämonischer Gegenspieler und William Sadler als Protagonist. Tatsächlich eine schöne Auskopplung mit Humor und richtig hartem Splatter. Also lohnt sich, ist von 18 runtergestuft auf 16 und jetzt im Blu-ray Steelbook hier vorhanden. Ich habe mir den zweiten Teil Bordello of Blood nie angeschafft, habe ich ehrlich auch nie gesehen. Vielleicht hole ich ihn nochmal nach. Aber Ritter der Dämonen hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Muss ich sagen. So, und jetzt werden wir ein bisschen ernsthafter, aber nicht weniger blutig. Die Fliege.
von David Cronenberg. Den habe ich schon vorgestellt im Horrorvideo, das ich zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Dustin BT gedreht habe. Deswegen hier nichts weiter zu Die Fliege, außer dass der natürlich großartig ist. Ich besitze den digital auch in HD. Hier habe ich die DVD-Fassung und auch die DVD-Fassung tatsächlich im Steelbook, weil das Steelbook echt wegschmeißmäßig günstig war, habe ich jetzt den zweiten Teil von Die Fliege 2, der natürlich überhaupt nicht mehr an das Original ranreicht, aber naja, schon ein paar nette Momente hat. Eric Stoltz spielt die Hauptrolle, den Sohn des Wissenschaftlers aus dem ersten Teil. Nicht mehr wirklich so doll der Film, aber man kann ihn, wenn man wissen will, wie es da weitergeht, nochmal nachholen. Kommt natürlich nicht entfernt. Das war das mit, Start des ersten Teils ran. Das war das mit dem Hund, ne? Das war das mit dem Hund. Das gucke ich mir nicht normal an. Wenn man Hunde mag, sollte man vielleicht lieber die Finger von diesem Film lassen. So, hier haben wir dann die Critters Collection, die mir tatsächlich auch auf DVD gereicht hat. Das sind tatsächlich die vier Critters-Filme, ganz schmucklos auf ein paar Spindeln aufgereiht. Die ersten beiden Critters-Filme mochte ich eigentlich ganz gerne, die fand ich beide noch gut. 3 und 4 habe ich vor ganz langer Zeit mal aus der Videothek ausgeliehen, als es noch Videotheken gab, also ist schon ein bisschen länger her. Und muss sie bei Lehrern nochmal nachholen, ich habe die kaum noch in Erinnerung. Aber die ersten beiden fand ich eigentlich ganz lustig. Man Low-Budget-Trash-Horror, aber lustig trotzdem. So. Hey, letztes Jahr im Urlaub haben wir noch eine Videothek irgendwo gesehen, ne? Ja, das ist eine der wenigen. Selten. Dann haben wir hier The Crow von Alex Prohas. Ich habe ja vor einer Weile bei einem anderen Film gesagt, bei Dark City, das ist der Regisseur davon. The Crow steht natürlich verdient im Horrorregal. Es geht um den Wiedergänger-Rockmusiker, gespielt von Brandon Lee, der tatsächlich auch während der Dreharbeiten dieses Films getötet wurde. Durch eine Kugel, die leider nicht so harmlos war, wie man sich am Set das erhofft hatte. Eine tragische Angelegenheit, das dem Film natürlich auch einige Popularität beschert hat. Ich fand The Crow ganz gut. Ich persönlich, Dark City ist, glaube ich, mehr meine Thematik, aber The Crow hatte natürlich auch seine Momente. Ja, enough said. Hier kommen wir zu Blair Witch Project, dem allein schon der Wackelthematik definitiv als DVD-Fassung reicht, den ich jetzt nicht unbedingt auf Blu-ray brauche. Aber es war halt der erste dieser Found-Footage-Filme, der so richtig Furore machte. Ich mochte ihn auch gern, ich fand vor allem die Protagonisten sympathisch und das Konzept hatte mir gefallen. Ich habe mir danach nicht mehr allzu viele Found-Footage-Filme angesehen. Die meisten machten mich einfach nur seekrank oder waren von der Story her nicht so doll und dann wurde mir aufgrund von verschiedenen Dingen übel. Aber Blair Witch lasse ich mir noch gefallen. Den völlig verunglückten zweiten Teil habe ich früher mal auf VHS besessen, würde ich jetzt aber mir nicht mehr in die Sammlung stellen. So, hier haben wir Cabin Fever ab 8, die 18er DVD. In der DVD-Fassung. Lange nicht mehr gesehen, sehr blutig. War, glaube ich, ganz okay, ist mir aber jetzt auch nicht megamäßig im Gedächtnis geblieben. Dann kommen wir zu Ghost Ship, den ich fast fürs Horrorvideo mit Dustin rezensiert hätte, der aber dann doch aus unserer Liste geflogen ist. Man muss ja irgendwo auch mal die Schere ansetzen. Habe ich vor kurzem nochmal nachgeholt. War nicht mal so doll, wie ich ihn beim ersten Sehen fand. Hat also seine Länge und eine ziemlich hanebüchende Geschichte. Kann man sich aber ansehen, allein schon wegen der Spukhaus-Thematik, die diesmal aufs Wasser verlegt wurde. So, dann haben wir den ersten allerdings nur, Final Destination. Habe ich mir gedacht, okay, die späteren Filme brauche ich jetzt nicht unbedingt in meiner Sammlung. Den ersten habe ich mir nur angeschafft. Das Konzept war clever und wurde auch nett umgesetzt. Habe aber ehrlich gesagt nicht so die Lust gehabt, mir die anderen Filme dann auch anzusehen, beziehungsweise in die Sammlung zu stellen. Dann haben wir hier Number 23 mit Jim Carrey in einer ungewohnt düsteren Rolle, die so ein bisschen Richtung mentale Instabilität, Serienkiller geht, hat auch Horrorelemente. Sehr interessant, Jim Carrey macht das gut. Aber ich habe den nur einmal gesehen, kaum noch in Erinnerung. Müsste man nochmal auffrischen. So, dann mache ich hier die nächsten 3 Mal en bloc. Hier haben wir nämlich die 3 Evil Dead Filme von Sam Raimi. Ganz kurz eben. Die sind ja, ich habe den ersten auch im Horrorvideo vorgestellt, deswegen nur ganz kurz. Erster Evil Dead Film, Tanz der Teufel im Deutschen. Zwar Tanz der Teufel 2, wesentlich humorvoller, auch runtergestuft von 18 auf 16. Sehr splatterig, sehr cartoonig, sehr gorig. Aber sehr unterhaltsam gleichzeitig auch. Hier auch als Blu-ray-Fassung. Und natürlich Armee der Finsternis im Director's Cut. Das heißt auch mit diesem alternativen Ende, das ja definitiv Sinn macht. Der witzigste der 3, der am wenigsten blutige, was immer noch Blute heißt, durchaus noch blutig. Aufgrund der übernatürlichen und Fantasy-Elemente für mich ein besonderer Spaß. Aber die sind eigentlich alle 3 im Blick wert, nach wie vor, trotz des Alters. Sind ja auch nicht umsonst Klassiker. So.
Dann kommen wir auch zu etwas, was ich mit einer Nadel geschafft habe, nämlich das Remake von Evil of the Dead von Eli Roth. Habe ich mir so ein bisschen aus Neugier gekauft, weil ich ihn halt nicht gesehen hatte vorher. Muss aber sagen, also ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber auch ein Remake, was die Welt nicht unbedingt braucht. Nicht mal unbedingt ein schlechtes Remake, aber hat mich auch nicht so wirklich abgeholt. Kann man sich angucken, muss man aber nicht. Dann habe ich natürlich immer mal wieder den einen oder anderen Werwolf-Film mal abgedatet. Das hier ist American Werewolf in London, den ich auch früher mal auf VHS hatte, den ich jetzt endlich wieder habe auf Blu-ray, der mir tatsächlich auch immer noch gut gefällt. Er ist natürlich vom Alter der Zeit ein bisschen angenagt, aber Rick Bakers Make-up-Effekte sind immer noch ein mega Hingucker und machen den Film natürlich auch zu etwas Besonderem, auch in der heutigen Zeit noch. Auch der schwarzhumorige Ton natürlich. Dann haben wir hier, wo wir gerade bei Wölfen sind, Wolfman. Mit Anthony Hopkins, Benicio del Toro. Das ist ein sehr spannender Film, denn er thematisiert so ein bisschen diese alte Story aus dem alten Universal-Monsterfilm und den Werwolf mit dem jungen Landadligen, der halt zurückkommt, der mit seinem Vater nicht gut steht. Viele Leute haben dem Film vorgeworfen, dass er sich nicht genug auf den Wolf und zu sehr auf die Familiengeschichte konzentriert. Kann ich verstehen, aber der ist immer noch sehr, sehr blutig, liegt hier im Director's Cut vor und hat mir persönlich großen Spaß gemacht. Auch Hugo Weaving als verbissener Werwolfjäger ist echt spaßig in dem Film. Also ich mochte ihn, muss ich sagen. Ich hatte Spaß an dem Film. So, wir kommen dann auch ohne weitere Vorrede zu Warlock. Dem ersten Warlock-Film ist auch der einzige, den ich in meiner Sammlung momentan habe. Die anderen Warlock-Filme habe ich nicht wirklich gesehen. Der erste mit Julian Sands, einem tollen Score von Jerry Goldsmith und Richard E. Grant als Hexenjäger, der ihm durch die Zeitalter an die Moderne folgt und versucht ihn dort zu finden. Also man könnte, wenn man jetzt ein bisschen flapsig argumentiert, sagen, hey, Fantasy-Terminator mit einem Hexenmeister. Vielleicht ein bisschen viel, bisschen bizarrer Vergleich. Aber wie gesagt, ja, ist auch spaßig. Nicht mehr ganz neu, aber immer noch Spaß. Dann haben wir hier Jeepers Creepers, der tatsächlich vor allem einen ganz tollen Anfang hat, mit den beiden Teenagern, die vom Studium aus nach Hause fahren, sich so ein bisschen kabbeln und dann so diesen verdächtigen großen Truck sehen. Mehr möchte ich gar nicht sagen, um den Film nicht zu spoilern. Gegen Ende wird er mir ein bisschen zu sehr Bam on the Nose, bisschen zu over the top, aber sehr atmosphärisch und schön gelungen. Mehr möchte ich da gar nicht spoilern an der Stelle. Wir kommen zum nächsten Film, diesmal von Sam Raimi, ab 16 zwar, aber die 16er Freigabe wird, finde ich, ziemlich ausgereizt. Drag Me to Hell mit Alison Lohman in der Hauptrolle, um eine junge Frau, die in einer Bank arbeitet und von einer alten Zigeunerin verflucht wird und den Rest des Films versucht, diesen Fluch irgendwie abzuschütteln. Das ist schmissig und mit hohem Tempo inszeniert, mit ein paar netten visuellen Einfällen. Und das ist so einer von diesen Horrorgruselern, die tatsächlich schön Tempo haben und auch Spaß machen. Also ich mag den Film. Ich mag den Film. Weiter geht's mit etwas sehr Atmosphärischem. Könnte man auch im Thriller stellen. Ich habe ihn in Horror gestellt. Könnte man drüber debattieren. Shutter Island. Mit Leonardo DiCaprio von Martin Scorsese natürlich, der die Thematik des Irrenhauses behandelt, die Thematik des Wahnsinnigwerdens in einer isolierten Umgebung. Die Zeit, in der das spielt, transportiert auch so ein bisschen diese Noir-Stimmung. Das ist schon alles sehr schön und sehr atmosphärisch. Ben Kingsley als Arzt ist auch toll. Und der Film hat so ein paar schöne Rätselelemente und gegen Ende wird einem erst klar, was los ist. Das will ich natürlich nicht spoilern, aber Shutter Island ist ein atmosphärisches kleines Juwel, das sich definitiv nicht nur aufgrund der Horror, sondern auch aufgrund der Thriller-Elemente definitiv lohnt, finde ich. Ja, der haut einen von den Socken. Tut er. Ein Film, den ich sehr gern mag, mit dem etwas älter gewordenen Daniel Radcliffe, ist Die Frau in Schwarz. Das ist im Grunde ein lupenreiner Spukhausfilm und ich stehe ja auf Spukhausfilme. Und der gefällt mir sehr gut, weil er sehr atmosphärisch inszeniert ist, eine traurige Hintergrundgeschichte um verstorbene Kinder hat, die ich jetzt nicht so sehr aufdröseln möchte. Aber wenn man Spukhausfilme und atmosphärische Filme mag, die nicht so sehr auf vordergründigen Splatter setzen, sondern mehr die Atmosphäre transportieren, ist man bei diesem Film genau richtig. Dann kommen wir zu einem weiteren Film, der von mir sehr geschätzt wird, von Mike Flanagan mit Karen Gillan in der Hauptrolle. Oculus habe ich im Horrorvideo mit Dustin vorgestellt. Sage ich nichts weiter zu, aber im Horrorvideo bespreche ich den ausführlicher. Dann natürlich habe ich in einem Halloween-Video schon mal vorgestellt From Hell. Dustin hat ihn auch sehr schön besprochen in seinem Teil unseres Horrorvideos. From Hell ist ein schöner Film, nicht nur zu Halloween, sondern auch außerhalb, wenn Johnny Depp im viktorianischen Zeitalter der Jack the Ripper hinterher jagt. Blutig und atmosphärisch. Nächster Film, Cabin in the Woods.
der so ein bisschen sich in Anspruch nimmt, ein Metafilm zu sein, der halt andere Filme persifliert. Es ist also mehr eine Parodie, aber durchaus mit Horrorelementen. Habe ihn einmal gesehen, fand ihn ganz gut, aber nicht so gut wie sein Ruf. Also er hat von vielen Leuten sehr gern gemocht. Für mich hat er nicht ganz so mir gefallen, weil der Film sich halt ein bisschen als Selbstzweck in Zitaten ergeht und es wurde mir stellenweise ein bisschen viel. Trotzdem kann man ihn sich ganz gut ansehen, wie ich finde. So, wir kommen zum Hexenclub, im Englisch The Craft, den ich im letzten Pickup-Video vorgestellt habe. Deswegen sage ich da jetzt nicht mehr viel zu. Aber auch der, obwohl schon ein bisschen älter, vom Ende der 90er, ist immer noch atmosphärischer Teenie-Grusler mit auch ein paar Horror-Einsprengseln. Joey von Roland Emmerich, den ich jetzt mal unter Horror gestellt habe, naja, könnte man auch unter Fantasy oder Drama stellen, wenn man möchte. Ich habe ihn jetzt mal hier hingestellt. Ist tatsächlich ein Film, den ich im letzten Pickup-Video vorgestellt habe und der für mich natürlich nostalgisch aus den 80ern wichtig ist. Dann, ganz neu, heute ist in die Sammlung gestellt und jetzt schon in meiner Hand, ist John Carpenters Vampire, der hier in der 16er Fassung vorliegt, die aber wohl tatsächlich ungeschnitten ist, der sonst in einem Pickup-Video aufgetaucht wäre, der aber jetzt natürlich in der Sammlungsvorstellung zur Geltung kommt. Lange nicht gesehen, hatte ich früher auf Video, also auf VHS, müsste ich nochmal nachholen, ist glaube ich ganz lohnenswert. Musste ich nochmal wieder reinschauen, ist lange her. Und als letztes in diesem Regalbrett haben wir natürlich den von mir sehr, sehr geliebten Crimson Peak von Guillermo del Toro. Ein wunderschön gemachter Spukhausfilm, den ich ziemlich ausführlich schon im Horrorvideo vorgestellt habe. Deswegen sage ich hier nichts mehr zu, außer empfehlenswert, blutig, atmosphärisch und einfach toll inszeniert und ausgestattet. Das war Crimson Peak und das war dann auch in diesem Fall das zweite, eigentlich technisch gesehen sogar das dritte Horror-Regalbrett. Freunde der Nacht und des Horrors, an dieser Stelle muss ich gruseligerweise einmal schließen, damit es nicht wieder so lang wird. Im nächsten Teil werde ich mich natürlich den letzten Regalbrettern widmen, wobei ich nur ein normales Horror-Regalbrett und natürlich mein Stephen King-Regalbrett habe. Bis dahin, alles Gute und keep seeking.